hier geboren und werd hier draußen alt. Ich bin ein Türke mit unbefristetem Aufenthalt. Moin, moin zusammen. Wir sind die Klasse 10a aus Mollbergen von der Anne-Frank-Schule. Wir machen eine Radiosendung zum Thema Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Dazu haben wir einige Pop-Songs aus dem Internet uns rausgesucht, über die wir ein bisschen reden möchten. Russen, Araber und Türken wohnen, da wo die Menschen kämpfen müssen für ein bisschen Lohn. Meine Eltern kommen aus Kasachstan, ich komme aus Russland. Für euch sind wir Kanaks und müssen trotzdem in die Bundeswehr. Meine Mutter ist eine Deutsche, kommt aber aus Russland. Mein Vater ist ein Tatar und kommt auch aus Russland. Ein paar Glatzen, wir sind hier zu Hause. Es wird Zeit, dass ihr es heute rafft. Fast jeder von uns auf der Straße hat einen deutschen Pass. Ich bin ein Ausländer. Alpagan spricht in dem Song über sein Leben. Er sagt, dass es 26 harte Jahre waren. Und er will mit dem Songtext sagen, dass Menschen mit Immigrationshintergrund in Deutschland akzeptiert werden sollten. Für euch bin ich Kanake, Johnny, trotzdem bin ich hier und lebe unter der deutschen Flagge. Also, Alpagan ist ja auch Deutscher, er ist ja in Deutschland geboren und er sieht halt vielleicht nur anders sind aus. Sind Sie Deutsche, aber Sie bleiben Fremde. Alpagan ist 1980 in West-Berlin-Schöneberg geboren. Der junge Türke verbringt seine Kindheit und Jugend auf der Steinmetzstraße. Auf Gangster doch keiner in deinem Dorf ist rar. In Berlin sind ungefähr 470.000 Ausländer gemeldet. Der Stadtteil Schöneberg hat eine Einwohnerzahl von 330.000 und davon sind ca. 114.000 Türken. Doch, guck, Berlin ist meine Heimat, Berlin ist unser Zuhause. Ich bin ein Ausländer, doch ich bin hier geboren. Am 25.05.2007 erschien Alpagans langersehntes Album Geladen und Entsichert. Am selben Tag erschien auch die erste Single Auskopplung Ausländer. Doch, guck, Berlin ist meine Heimat, Berlin ist unser Zuhause. Ich bin ein Ausländer, doch ich bin hier geboren. Zu viele sind mit dem Lied Ausländer will Alpagan sagen, dass oder erreichen, dass er akzeptiert werden will als Deutscher und dass er auch unter der deutschen Flagge leben will. Und er wehrt sich gegen Vorurteile. Also die Deutschen sagen ja, dass Ausländer allgemein kriminell wären und dass die Türken in Ehre töten würden. Und er sagt, also er wehrt sich dagegen, indem er ja behauptet, auch nicht behauptet, dass alle Deutschen pädophil wären. Türken töten für Ehre und drehen auch krumme Dinger. Und manche Deutsche machen lieber Sex mit kleinen Kindern. Nicht jeder von uns würde mit Koks oder Herodieren. Ich sag doch auch nicht, jeder Deutsche ist gestört und pädophil. Wenn man jetzt zum Beispiel jemanden über den Weg läuft, der türkisch aussieht, dann denkt man ja sofort, dass der Ausländer ist und zum Beispiel aus der Türkei kommt, aber vielleicht ist er auch Deutscher. Ja. Weil Alpagan ist ja auch Deutsch, ist ja in Deutschland geboren. Ihr sollt nur wissen, wir sind auch ein Teil vom deutschen Volk. Ich bin ein Ausländer, doch ich bin hier geboren. Es wird in dem Songtext aber nicht deutlich, ob er jetzt sich selber als Ausländer oder als Deutschen sieht. Weil er sagt einerseits, ich bin ein Ausländer und sagt dann aber, ich bin hier geboren. Und damit sagt er ja, dass er Deutsch ist. Ja, yeah. Für alle Ausländer und für alle Deutschen. Alpagan. Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. In Berlin sind die Ärzte geboren. Farin hat seine ersten drei Gitarren auf dem Sperrmüll gefunden. Das ist gut, der Mann hat. Ja, super, aber erzählt frei jetzt. Ich kann das nicht. Nein. Ja, also wir haben das Lied Schrei nach Liebe von den Ärzten und wir möchten jetzt so ein bisschen so den Inhalt und die Bedeutung des Liedes wiedergeben. Deine Gewalt ist ein stummer Schrei nach Liebe. Schrei nach Liebe ist die Single von Die Ärzte von dem Album Die Bestie in Menschengestalt. Veröffentlicht wurde sie am 10. September 1993. Der Musikstil ist Punk, Länge ist 4 Minuten und 12 Sekunden, Label Metronom. Und sie gilt als eines der populärsten Lieder gegen Rechtsextremismus. Deine Springerstiefel sind sich nach Zärtlichkeit. In dem Lied wird ein nicht näher bestimmter Rechtsextremist beschimpft, mit zum Beispiel du bist wirklich saudumm. Du bist wirklich saudumm, darum geht's dir gut, Hass ist deine. Gerade weil in dem Lied mehrfach das Wort Arschloch drin vorkommt, wollten es viele Radiosender nicht spielen. Eine Radioredakteurin drängte damit, das Lied im Radio zu spielen. Als sich mehrere Radiosender dazu
weiter an das zu spielen, hat sich das Lied mehr als 450.000 Mal verkauft. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Also die Bedeutung des Liedes für die Band ist diese hier. Also Schrei nach Liebe, das war der erste Song nach der fünfjährigen Pause. Und gleichzeitig haben sie mit diesem Song auch ihre politische Einstellung bekannt gegeben. Anfangs in ihrer Band hatten sie auch Rechtsextreme unter ihren Fans. Und deswegen, denke ich mal, wollten die auch so ein bisschen so... Die waren ja auch nicht rechtsextrem und deswegen wollten die das auch so ein bisschen verhindern, dass sie da auch Fans unter ihnen haben. Es gibt ja auch diese Leute, das sind Punks und die hören dann auch so eine Musik. Zum Beispiel in Lindern in der Teestube, da laufen auch solche Leute rum. Die sehen ganz lustig aus. Bunte Haare, kaputte Hosen, kaputte Schuhe. Chucks. Ja, Chucks. Zerrissene T-Shirts, das ist richtig geil da. Ein Beispiel für rechtsradikale Gewalt ist Alberto Adriano. Der wurde am 5. Juni 2000 von rechtsradikalen Skinheads getötet. Und ein Jahr später haben sich 14 afroamerikanische Rapper, darunter Sammy Deluxe, Afro-Rap und D-Flame, zusammengetan und ein Lied verfasst mit dem Titel Adriano – Letzte Warnung. Das Lied gilt als Aufforderung an Ausländer in Deutschland, durchzuhalten und sich nicht unterbuttern zu lassen, zusammenzuhalten und Widerstand zu leisten. Sie veröffentlichten insgesamt 9 Songs. Die Einnahmen der Borsa Keepers kommen an den Opfern rechtsradikaler Gewalt zugute. Das Lied ist entstanden, weil in Dessau ein Schwarzer getötet wurde von Rechtsradikalen. Der Schwarze hieß Alberto Adriano und er wurde verprügelt und ist dann an seinen Verletzungen gestorben. Mein Bruder Adriano wurde umgebracht, Hautfarbe schwarz, blutrot, schweigendes Gold. Mein Bruder Adriano wurde umgebracht, Hautfarbe schwarz, blutrot, schweigendes Gold. Mein Bruder Adriano wurde umgebracht, Hautfarbe schwarz, blutrot. Ich finde, das Lied war eine sehr gute Idee, denn es ist immer wichtig, den Mund aufzumachen und was zu sagen, wenn es ein Problem gibt. Und wenn es dann auch noch im Fernsehen läuft und in Zeitschriften darüber berichtet wird, ist auf jeden Fall schon mal das erste Ziel erreicht. Dies ist sowas wie eine letzte Warnung, denn unser Rückschlag ist längst in Planung. Wir fahren da rein, wo ihr auffallt, gebieten eurer braunen Scheiße endlich auffallt. Denn was ihr sucht, ist das Ende. Und was wir reichen, sind geballte Fäuste und keine Hände. Euer Niedergang für immer. Und was wir hören werden, ist euer Wein und euer Gewimmer. Wir haben uns das Lied ausgesucht, Tarek und Jacuzza, für das Volk. In diesem Lied hat Tarek sich ein Stargast geholt, Jacuzza. In diesem Lied haben die sich mit mehreren Rappern zusammengetan, zum Beispiel Bushido, Adel Tawil und Oli P. Ich bin keine gespaltene Persönlichkeit, ich bin deutsch, doch anderer Herkunft. In diesem Lied geht es um Ausländerfeindlichkeit. Tarek und Jacuzza rappen für das Volk, dass sie keine Ausländer sind, sondern Deutsche, dass sie viel für das Land getan haben und sie keine Schuld betrifft, dass alle Menschen zusammenhalten müssen, ob schwarz und weiß, groß oder klein, reich oder arm. Mit dem Lied wird verdeutlicht, dass alle Deutschen gleich sind und dass das Volk zusammenhalten muss. Für das Volk. Schwarz und weiß, groß oder klein. Für das Volk. Kämpfe ich und bin nicht allein. Für das Volk. Oh, für das Volk werde ich sein, sprich das letzte Gebet. Für das Volk werde ich sein, bis der Sturm sich dann legt. Für das Volk werde ich sein, werde ich schreien, bis ich etwas bewege. Das Video wurde in Berlin gespielt. Tarek ist selber ein Berliner und es leben in Berlin 3.402.000 Einwohner, 470.000 Ausländer, das sind 25,7%, und 393.500 Migranten, das sind 15,9%. Jeder vierte Berliner ist Ausländer, jeder zweite Jugendliche ist auch Ausländer.